Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Quark the World. Ja, letztes Mal, da haben wir irgendwie alle Zwerge verloren. Und ja, ich sag mal so, das ist noch nicht alles überstanden. Weil, ja, jetzt kommen erstmal noch andere Viecher an. Ja, und das sieht auf jeden Fall nicht ganz so gut aus für uns. Erstmal können die Zwerge das ganze Wasser da wegmachen. Auf jeden Fall kommen da die ganzen Viecher jetzt runter. Oh, jetzt sind hier noch mehr Viecher, ne? Das ist doch nicht zu glauben. Ja, dann tötet die mal hier. Er ist nicht ein Viecher. Oh, und dann noch so ein fettes Vieh! Holy shit, was kommt denn noch alles? Aber ich glaube, die werden am Morgen alle abhauen, soweit ich weiß. Hoffe ich zumindest. So, jetzt kommt auf jeden Fall ein neuer Zwerg und der ist gleich tot. Und die rennen erstmal alle hier unten. Okay, also den einen, diese eine Viech kriegen sie auf jeden Fall. Der ist, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Ja, das sind ein bisschen viele. Okay, also das ist jetzt schon mal ganz gut, dass der eine Zwerg sich jetzt da verschanzt hat. Aber ich hole erstmal hier nochmal einen anderen Zwerg noch an. Er kann sich hier nämlich noch mit hinstellen und dann auch noch mit angreifen. So, perfekt. So, dann haben wir da nämlich jetzt schon mal so eine Barriere. Kommt mal her. Na, na. So, perfekt. Warte mal. Warum bleibt er ihn an? Perfekt. So, dieses Vieh, das kann ich eigentlich auch noch so mal ein bisschen ranholen. Komm mal her hier. Okay. Ist, glaube ich, ein bisschen... Achso, okay, perfekt. So, ich glaube... Warte mal, ich habe hier zwei noch von diesen fetten Viechern stehen. Ich habe jetzt schon fast gedacht, dass alle Viecher tot sind, aber sind leider noch nicht. Aber ich habe hier ein Glück eine Barriere hingebaut, erstmal, dass noch diese beiden nicht noch ankommen. Oh Mann, ey. Also das war wirklich was. Holy shit. So, warte mal, hier erstmal Wasser sammeln. Wenn ihr das mal machen würdet, das wäre wirklich nicht so schlecht. Oh, die versuchen da die ganze Zeit das da hinzubringen, aber nichts passiert. Ja, das Vieh, das sieht aber auch irgendwie ein bisschen böse aus, ne? Guck mal, es bellt die ganze Zeit oder es schreit oder wie auch immer. Naja. Mann, jetzt hätte ich zum Beispiel gerne hier diese Tesla-Türme, die rasieren dann richtig und killen dann diese Viecher einfach. Aber nein, die habe ich natürlich nicht, noch nicht. Und dieses Vieh, das muss einfach so okay sein. So, auf jeden Fall erstmal ein Bevölkerungswachstum wieder. Aber eigentlich wollte ich hier mal Steuerung. Der kann eigentlich mit angreifen. Wieso haut der jetzt der eine jetzt gerade vor allen ab? Fährt. Ah, Wasser habe ich jetzt drin, okay. Guck mal her hier. Guck mal, der ist ja jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt, oder? Nee. Doch nicht mehr. Ui. Na du? Na du? Holy shit, Alter. Da kann man ihn natürlich auch killen, ne? Solange es bloß einer ist, sag ich mal so. Oh. Na, lass mich in Ruhe. Bisschen cheaten, glaube ich, aber egal. Na, den habe ich diesmal nicht erwischt. Komm her. Komm her. Gut, gut, gut. Nein, hab ich erwischt. Er hat mich schon wieder erwischt. Ist ja egal, wenn er stirbt, sag ich mal. Na? Guck mich nicht so komisch an, du Scheißvieh. Nein! Oh, das hat mich erwischt. Nehme ich hier einen anderen Zwerg. Guck mal, der hier ist sowieso fast tot, der hat bloß noch ein Leben.
Komm her, ich töte dich, du Scheißvieh. Oh Mann, ey, komm schon, töte ihn doch. Nein! Oh. Dann nehmen wir ihn eben. Pass auf, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Er sieht schon so willig aus. Ja, ich töte ihn. Ja. Okay, jetzt kommt auf jeden Fall noch Hilfe. Boah, perfekt. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal unsere Basis gesichert. So, ich würde gerne hier diese Tür, diese Falltür mal wieder hinbauen. Damit unsere Zwerge mal ein bisschen Leben regenerieren können. Weil wir haben gerade nur 4 Zwerge. Ein bisschen traurig, ne? Die Frage ist nur, wo ist unsere Falltür gelandet? Oder ist die einfach weggebuggt? Ich crafte einfach mal eine neue. Dauert mir zu lange. So. Setz sie da mal bitte hin. Dann können wir nämlich endlich schlafen und dann haben wir neue. Oh, guck mal, hier ein Speer. Koboldspeer. Kletterer. Schwimmer. Bergarbeiter. Holzfäller. Der Bergarbeiter bekommt das. So. Erstmal wieder ein paar Sachen zuteilen hier, weil die haben ja alles verloren hier. Perfekt. Das haben sie gerade nichts zu tun, aber warum auch immer. Komfort ist nein, aber jetzt könnten sie eigentlich schlafen. Okay, 2 Typen können den auf jeden Fall erstmal angreifen. Oh, neues Event. Okay, er kommt wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, was er diesmal spawnt. Eigentlich müsste er böse sein, weil ich ihn ja angegriffen hatte. Oder seinen hässlichen Typen da. Seinen komischen Kobold. Na, macht er noch irgendwas? Aber ich meine, er ist schon riesig, ne? Dieses hässliche, fette Vieh. Holy shit, kann man dazu nur sagen. Holy shit. Ich werde angegriffen, okay. Steuern. Holy shit, der backt ein bisschen rum. So, erstmal killen wir den. Haben wir irgendwie. Okay, jetzt hat er noch mehr Erde, noch mehr Sand hier gemacht. Ach so, ihr macht mit jedem Schlag anscheinend hier daraus Sand. Würde ich erstmal so schätzen. Ich hab zuerst gedacht, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn da Sand kommt, aber anscheinend ist es ja dann doch nicht so gut. So, erstmal mache ich hier meine Barriere weg. So, das hier kann auch alles weg. Weil ich wollte ja hier nochmal ein bisschen weiterbauen. Perfekt. Schon wieder angegriffen. Und alles. So, auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, erstmal das Gröbste überstanden. Hier erstmal nochmal ein paar Bäume fällen. Ja, der hier macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen, sag ich mal so. Ich hoffe ja mal, dass der nicht die ganze Welt in Sand verwandelt. Das wäre ein bisschen übertrieben, sag ich mal so. So, wir haben auf jeden Fall jetzt wieder einen neuen Zwerg. Dem geben wir auch nochmal so ein Ding hier. Ja, naja gut, dann kriegt jetzt jeder noch eine Mütze. Immer schön die gleiche. So, dann haben wir das auch schon mal verteilt. Also einen Zwerg bekommen wir auf jeden Fall noch. Was ist das denn hier? So, hier diese ganzen Blätter hier. So, hier können wir auf jeden Fall erstmal weiterbauen. Bis in die Höhle hier rein.
Ich einfach noch weiter, würde ich sagen. Noch weiter runter und dann ist gut. Hier können Sie mal noch einen Block hinsetzen. Schon wieder Ratten unten. Warum kommen eigentlich Ratten? Kann mir das einer mal sagen? Wenn ihr das wisst, einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Weil dann, ja, kann ich vielleicht das Problem irgendwie lösen. Dass hier diese ganzen Ratten die ganze Zeit kommen. Wahrscheinlich liegt es einfach bloß daran, dass ich noch eine Erdhöhle habe. Ne? Kann ja wahrscheinlich deswegen einfach nur sein. So, dieser hier hat auf jeden Fall noch keine Spitzhacke. Dem werden wir erstmal noch eine Spitzhacke bauen. So, perfekt. Dann hat jetzt nämlich jeder noch eine Spitzhacke. Guck mal, hier ist noch solche komische Ratte. Und die eine Ratte können sie auch noch killen, ne? Haben sie irgendwie keine Lust gerade. Ja, wow, verliert er wieder alles. Die Ratte, die versucht zu fliehen. Ja, nun tötet man dieses Vieh. Na gut. So, auf jeden Fall brauchen wir hier mal neue Leitern. Bäm, dann machen wir erstmal ganz, ganz viele von. So, damit nämlich unsere Zwerge nicht runterfallen können. Diese Viecher immer in diesen Erdlöchern hier, was sich so komisch im Kreis immer drehen. Naja. Eigentlich können die Zwerge mal hier ein bisschen Bretter noch herstellen, ne, wenn ich kann. Ja, ich stelle erstmal hier von alle denn her. So. Auf jeden Fall wird es jetzt langsam ein bisschen interessanter, je tiefer man runterkommt. Weil man bekommt natürlich dann auch anderes Erz dadurch. Aber was mir mal aufgefallen ist, ich bräuchte mal irgendwie ein bisschen was zu essen. Guck mal, Äpfel habe ich noch gar nicht gefunden gehabt. Kohle aus Kohle. Aber dann machen wir das einfach mal hier. Einfach mal ein bisschen Essen herstellen. Was kann ich denn hier noch? Was habe ich noch für Essen? Da. Okay, Kohle und Eier. Und was kann ich noch herstellen? Das kann ich nicht herstellen, da habe ich kein Material hinzu. Okay. Dann freuen sich unsere Zwerge erstmal. So, hier können sie erstmal die ganze Kohle ersetzen. So. Dort und dort. Sand ersetzen. Jetzt werde ich schon wieder angegriffen. Hä? Wieso kommen denn schon wieder... Holy shit! Was ist nun schon wieder los? Was habe ich gemacht? Oh man, ich hasse das, wenn die sich von oben abseilen. Okay, aber es sieht ganz gut aus. Okay, die hämmern alle bloß auf unsere Basis doch ein. Oh, 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 jetzt haben sie das kaputt gemacht. Okay. Aber ich glaube, wir... Perfekt. Einen weiteren Zwerg. Wir gewinnen aber das. Ja, ganz, ganz viele Nachrichten. Toll. So. Jetzt stellen die hier die ganzen Zeug, das ganze Zeug her. So, bitte einmal die Falltür dahin setzen, damit unsere Basis wieder ganz ist. Gut. Was haben wir dann hier unten eigentlich Schönes? Hier wollte ich eigentlich noch einen Block hinsetzen, damit ich hier abbauen kann. So. Das Vieh kann erstmal angegriffen werden. Oh, jetzt laufen wir erstmal alle hin. Oh Mann. Oha, dieses arme Vieh, ne? Das ist, glaube ich, solche Kakerlake oder wie das heißt. Kann das sein? Warte mal, wie heißt denn das?
Oh, war es das schon? Nee, Wildschwein. Zombie-Kur. Wächter. Hä? Ist das überblättert? Da ist sie. Warte. Eine Larve ist das. Naja, gut, okay. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.